Das hier ist das Unboxing des TP-Cast Wireless Adapters für die Oculus Rift. Und genau damit geht's jetzt los. Hi und herzlich willkommen hier bei Sebastians alternativen Realitäten. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn euch VR und AR genauso faszinieren wie mich, dann abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr nichts verpasst. So, das hier ist also das Unboxing-Video des TP-Cast Wireless Adapters für die Oculus Rift. Für alle, die das hier noch nicht kennen, mit diesem Gerät könnt ihr mit eurer Oculus Rift ohne Kabel spielen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Es gibt diesen Adapter auch für die HTC Vive, aber das hier ist jetzt erstmal das Modell für die Oculus Rift und ich werde es jetzt unboxen. Und hier ist es, TP-Cast Wireless für Oculus Rift. Ich muss sagen, ich bin gespannt, denn ich habe diese Wireless-Lösung noch gar nicht ausprobiert. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das tue. Ich hatte natürlich schon Wireless-Erfahrungen mit Daydream und Gear VR, aber das ist natürlich was anderes als jetzt Oculus Rift oder HTC Vive Wireless zu spielen. Mit diesen Six Degrees of Freedom Controllern und so, das ist schon eine andere, ganz andere Liga. Und deswegen bin ich halt gespannt, dieses TP-Cast jetzt mal auszuprobieren. Ja, zum Preis, das ist hier absolut nichts für Sparfüchse. Wenn ihr es euch von Amazon.de bestellt, dann kostet euch das 389 Euro. Das ist schon eine richtig, richtig dicke Stange Geld. Und ob sich das lohnt, das werde ich im Review herausfinden, welches ich auch hier auf Sebastians alternative Realitäten poste. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil ich wirklich das Gerät mal ordentlich und wirklich sorgfältig ausprobieren möchte. Ich habe mir natürlich schon ziemlich viele Reviews angeschaut zuvor von anderen YouTubern, wie zum Beispiel Sweeviver. Und ja, die waren sehr begeistert. Aber ich möchte es einfach mal selbst für mich ausprobieren und bin wirklich gespannt. Aber jetzt Unboxing. So, wir sollten ziemlich viel in dieser Box finden, denn da gehört schon ziemlich viel zu. Ziemlich viele Kabel gehören dazu, das Ding kabellos zu machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, noch einmal kurz das hier aufschneiden. Und dann kommen wir aber ran. So. Okay. Und das sieht doch schon mal sehr aufgeräumt aus. Sieht sehr schön aus. Und wir schauen uns jetzt mal genau an, was das alles ist. Also hier, erstmal die Batterie, die Anker-Batterie. Die powert das TP-Cast und auch eure Oculus Rift. Also das ist schon mal sehr wichtig. Und dann hier in der Mitte natürlich das TP-Cast. Das hier ist die Empfangseinheit, die ihr oben dann auf eurem Oculus Rift drauf habt. Also sehr wichtig, hat zwei Anschlüsse, USB und HDMI. Und ja, das war's. Dann hier auf der rechten Seite, das ist die Basisstation. Das ist das Gerät, was ihr an euren PC anschließt. Und ja, das steckt ihr auf so einen Ständer auf. Der Ständer ist auch dabei. Und das wird an eurem PC per HDMI angeschlossen. Also das sendet die Bilder zu eurem TP-Cast. Dann hier diese Einheit hier, das ist die Batterieeinheit. Daran schließt ihr die Batterie an, die Ankerbatterie. Und das tragt ihr dann an eurem Gürtel oder an dem Gürtel, der auch beim Paket dabei ist. Und den zeige ich euch gleich. Jo, das war es erstmal hier für die erste Etage. Dann jetzt hier ins Untergeschoss. Und hier ist nochmal ein Router. Und zwar ein Wi-Fi-Router. Und den zeige ich euch jetzt mal. Erstmal hier nochmal schauen, was hier noch drin steckt. Das sind die ganzen Kabel und so weiter und so fort. Kommen wir gleich noch zu. Aber hier erstmal dieser Gürtel. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Router an. Ja, es müssen ziemlich viele Daten natürlich hin und her geschoben werden. Deswegen nicht nur die direkte Funkverbindung, sondern auch nochmal per Router. Okay, hier ist er drin. Und das ist wirklich ein ganz normaler Wi-Fi-Router, aber eben mit dem TP-Cast-Branding. Und ja, genau, so sieht das aus. Also den verbindet ihr einfach per LAN-Kabel mit eurem Computer. Und das war's. In der Box ist übrigens auch noch der Ständer für die Basisstation, aber als ich dieses Unboxing gemacht habe, habe ich das nicht gefunden, aber
auch in der Box auf jeden Fall wichtig. Der Ständer für die Basisstation, der sieht genauso aus wie die Ständer für die Oculus Rift Sensoren. Also schaut mal ganz genau in diese Box rein, da werdet ihr noch was finden. Also für eure 389 Euro bekommt ihr ganz schön was geboten, aber ja, ich bin mal echt mal gespannt, wie gut es dann wirklich funktioniert. Das komplette Review hier auf Sebastians alternativen Realitäten sehr, sehr bald. Okay, und jetzt hier einmal diese Aufbewahrungstasche, ja, mit dieser Schlaufe. Das heißt, durch diese Schlaufe zieht ihr euren Gürtel durch und dann tragt ihr dann die Batterieeinheit am Körper. Okay. Dann natürlich Netzteil. Es gibt insgesamt zwei Netzteile. Einmal für die Basisstation und einmal für den Router. Und ja, hatte ich euch vorhin schon mal kurz gezeigt. Das ist dieser Gürtel, der dabei ist. Und hier einmal das HDMI-Kabel, um die Basisstation mit eurem Computer zu verbinden. Und das hier ist das Kabel, welches das Original Oculus Rift Kabel ersetzt. Das heißt, ihr müsst das Original Kabel abkabeln natürlich und dann mit diesem Kabel ersetzen. Und das geht dann erstmal in diese TP-Cast-Einheit rein mit zwei Steckern. Und ein Kabel geht dann direkt zur Batterieeinheit. Das heißt, ihr habt immer noch ein Kabel, aber am Körper diesmal. Das heißt, von der TP-Cast zur Batterie. Und hier ist die Kurzanleitung. Mal kurz reinschauen. Jo, das sind nur zwei Seiten. Das heißt, ja, es dürfte eigentlich recht einfach sein, das zu installieren. Das war das Unboxing der TP-Cast für die Oculus Rift und ich freue mich jetzt schon drauf, das anzuschließen und ordentlich auszutesten. Das ganze Review gibt es natürlich hier auf Sebastians alternativen Realitäten. So, das war's jetzt erstmal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt die doch bitte unten im Kommentarbereich oder noch viel besser, chattet direkt mit mir auf dem Discord-Server und den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. So, das war's jetzt aber. Ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin, ciao.